Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Der Einzelplan 11 ist gerade von meinem Kollegen Fischer hinreichend auch in seinen Bestandteilen, in seiner Wirkungsmächtigkeit beschrieben worden. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir jetzt dann am Freitag einen Bundeshaushalt verabschieden in der Größenordnung von 317 Milliarden Euro und dann eben feststellen, dass der Einzelplan 11 knapp 130 Milliarden, sprich 40% davon umfasst, dann wissen wir über die Bedeutung gesellschaftlich wie ökonomisch dieses Haushaltes. Meine Damen und Herren, es gibt ja eine aufgedeckte Debatte, das ist klar, in einer Phase, wo Asyl, Integration und Migration in die Gesellschaft das bestimmende Thema geworden ist. Und es gibt heute hier keinen einzigen Einzelplan, in dem nicht dieses Thema überlagernd und zwar mit Recht in den Mittelpunkt gerückt wird und gerückt werden muss. Und ich sage Ihnen eine These, das ist meine erste zu dieser zweiten, dritten Lesung, ist diese Arbeitsförderung, die im Haushalt Arbeit und Soziales der Bundesrepublik Deutschland 34,5 Milliarden neu bedeutet. Dann sage ich Ihnen, meine Interpretation ist, das ist der größte Investitionshaushalt, und zwar Investitionen in Menschen, den der gesamte Bundeshaushalt aufzuweisen hat. Wir haben nominell irgendwo für Investitionen draußen im Lande gute 10%, aber wenn wir das dazu nehmen, was wir hier über Arbeitsförderung für die Menschen investieren, dann sage ich, das ist der größte Teil, der auch rentierlich sein wird, weil die Passiven, zunächst mal als Versorgung, aber auch die aktiven Mittel vor allen Dingen, werden sich in den nächsten Jahren am Arbeitsmarkt durch Integration der Menschen in den Arbeitsmarkt positiv auswirken. Es kommt ja überhaupt darauf an, dass wir mit dem Haushalt für Arbeit und Soziales die große Chance haben, eine Diskussion, die draußen ja zum Teil mit Angst, mit Polemik, auch mit politischen Absichten so und so geführt wird, zu versachlichen. Das, was wir jetzt investieren, vor allen Dingen über die aktiven Programme und übrigens, lieber Kollege Fischer, natürlich in Koordination und Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit, die ja gerade mit den Jobcentern einige tausend neue Stellen bekommt, weil das notwendig ist, um die Mehrarbeit auch zu erledigen. Und da heißt es dann technisch immer flüchtlingsinduziert. Und ich möchte dieses Wort flüchtlingsinduziert, das sehr technisch ist, einfach mal ins Leben bringen. Es kommen Menschen mit auch natürlich erstmal nach Flucht und Vertreibung, mit Bedürfnissen, aber es kommen auch Menschen mit Persönlichkeitsprofilen, mit Talenten, mit Fähigkeiten. Und nicht umsonst hat die Frau Ministerin gesagt, da ist die Hälfte davon, nämlich bei den jungen Menschen, die überwiegend kommen, zwei Drittel sind unter 30 Jahre, sagen die ersten Statistiken. Es sind gar bei den unter 25-Jährigen sind es also 50% der Menschen. Das sind riesige Potenziale. Und wir wissen alle, es gibt da so einen Dreiklang. Das erste ist auch gesagt worden, die Sprache. Über Bildung und Sprache können die Menschen den Zugang bekommen zu unserer Kultur und Arbeitskultur. Dann folgt die Ausbildung und der baldige Bereich der Erwerbsaufnahme, also der beruflichen Tätigkeit. Das sind enorme Schritte, die wir gehen werden. Und ich bin überzeugt, ich habe bisher auch so, es gibt noch nicht dezidiert sehr viel wissenschaftliches Material oder Evaluierungen, aber es gibt schon die Angaben, dass es uns gelingt, mit einem dosierten und gezielten Aufwand in den nächsten 2, das ist das Minimum, um gute Sprache zu haben, bis 8 Jahren die Hälfte aller Menschen in eine Erwerbsarbeit zu bringen, die Hälfte aller Menschen, in der sie in der Lage sind, weit über der Armutsgrenze sich selbst zu tragen und selbst dann eben, wenn sie hier eine Bleibeoption haben in dieser Gesellschaft, dann eben Wohnung zu haben, in der Gesellschaft über Arbeit integriert zu sein. Und dieses Ziel wäre mein persönliches Ziel, dass wir es schaffen, bei den Menschen, die bisher gekommen sind, mindestens die Hälfte aktiv in den nächsten Jahren in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und damit relativieren sich auch die Ängste, die zum Teil ja politisch bewusst geschürt werden, ja, mit dem Gegenthema eben, wir schaffen das nicht. Wenn wir am Arbeitsmarkt diese Fördermaßnahmen gezielt machen, in Koordination mit der BA, mit dem Jobcenter, haben wir alle Chancen dieser Welt, diese Integration der Menschen eben dann doch gezielt und nachhaltig zu bewirken und zu schaffen. Das wird keine leichte Aufgabe werden. Die BA hat schon mal in einem Report im Jahr 2012, der hieß Perspektiven für 2025, geschrieben,
Was wir brauchen, ist allgemeingesellschaftlich eine Qualifizierungsoffensive. Wir wissen doch alle, dass sich der Arbeitsmarkt in allen wichtigen Branchen der Gesellschaft verändern wird. Da ist nicht nur Industrie 4.0, da sind nicht nur die höheren Ansprüche heute in fast allen Berufsbildern der Dienstleistungswelt, des Gewerbes, der Industrie, sondern wir haben eben auch manifeste gesellschaftliche Veränderungen. Aber in diese Veränderungen können vor allen Dingen die jungen Menschen, die zu uns kommen, auch hineinwachsen. Und wenn wir feststellen, da wird ja auch immer wieder enorm technisch von einem Geburtenunterschuss in der Gesellschaft gesprochen, auch Ausdrücke, die ich nicht sehr liebe, weil sie sich so technokratisch anhören. Aber was Sache ist, da gibt es evidente wissenschaftliche Studien. Wir sind in der Lage, in diesem Land jedes Jahr vernünftigermaßen 300 oder 400.000 Menschen über den Prozess Bildung und Arbeit in diese Gesellschaft zu integrieren. Und das wäre ein enormer gesellschaftlicher Mehrwert, und zwar gesellschaftlicher Mehrwert auch für die Leistungsfähigkeit, für die Wertschöpfung dieser Gesellschaft, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und da komme ich zurück, was wir heute investieren in die Menschen. Die Ministerin hat gesagt, schnell bei der Aufnahme, bei der Registrierung, die Profile, die Biografien der Menschen testieren und gleich versuchen, in einer frühen Phase die Talente der Menschen als Talente aufzunehmen und proaktiv diese Arbeit zeitlich in einem vernünftigen Rahmen zu erledigen. Wenn wir das schaffen, dann werden alle die Gelder, die wir heute über dieses Programm Arbeitsförderung in diesem Haushalt investieren, morgen sowohl individuell für die Menschen, indem sie sich selbst tragen können, wie auch für die ganze Gesellschaft ein großer Gewinn sein. Insofern sage ich, wer ins Gelingen verliebt ist, wer weiß, da kommen Menschen mit Ansprüchen, mit Hoffnungen und mit Fähigkeiten. Wenn wir darauf setzen, das ist die positivste Form von Integration in die Gesellschaft mit ökonomischem Erfolg. Und darauf möchte ich setzen. Herzlichen Dank. Als nächster Redner spricht Klaus Ernst von der Fraktion Die Linke.